Hi Leute, das ist Sanu hier. Die Rumpelpumpel-Season mit vielen, vielen Bugs und vielen in Vergessenheit geratenen Patch-Notes, was weiß der Geier, ist einfach. Oh, Herr Hane! Den lade ich ein, ich wollte gerade was aufnehmen, ihr Lieben. Auf jeden Fall, pass auf, es gibt so einen heimlichen Gewinner, zumindest für die nächsten Stunden oder Tage, weil das wird auf jeden Fall zurückgesetzt. Bin ich felsenfest überzeugt von. Und zwar ist das Ding hier hinten am Rücken. Die, was ihr vielleicht mitbekommen habt, die Dr. Home, die hatte in der ersten PTS-Phase, hatten sie das Talent umgearbeitet. Ne? Quasi von wegen hier, das Talent geht ja eigentlich so, wenn man den Gegner anschießt und den Gegner dadurch markierst. Dann, wenn der Gegner dann down geht, bekommst du und deine ganze Gruppe 10% Rüstung zurück, ne? Sobald der Gegner tot ist. Jetzt war es in PTS Phase 1 so, dass sie das ein bisschen umgearbeitet haben und haben quasi gesagt, ja, dass das Ganze auch bei einem Kopfschusstreffer funktioniert. Also man brauchte noch nicht mal mehr einen Gegner zu killen. Sondern, musste einfach nur einen Kopfschuss treffen. In der zweiten PTS-Phase haben sie wohl gemerkt, dass das ein bisschen overpowered ist. Und haben das, statt zu balancen, haben sie es zurückgesetzt auf quasi den normalen Stamm, ne? So. Jetzt haben wir heute den Start der Season 3. Und ihr wisst wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus will. Das Ganze, die Dr. Home, die PTS-Phase 1, Dr. Home, die hat es tatsächlich ins Live-Game gepackt. Ich bin gespannt, wann sie das fixen. Oder ob dann irgendwann im Trello-Board steht, ja, wird nicht mehr gefixt, lasst mal die Scheiße drin. Aber ich zeige euch dann, wie geistesgestört das hier ist. So. Wir hauen uns einmal die Rüstung weg. Und dann stellen wir uns hin. Und jetzt achtet mal bitte auf die Lebenspunkte, ja. Das nimm nochmal. So. Jetzt haben wir nachgeladen und wir sind voll. Du weißt, der geht schon nicht mal down. Das zählt natürlich dann auch, ne? Wenn er down geht, ist so früh gehen. Nochmal weg. Heißt, wenn man da gut drauf ist und immer schön auf dem Köpfchen bleiben kann, dann. Jetzt guckt euch das an. Das ist echt brutal. Also, wie gesagt, ich bewerbe mich gern. Massive hier, könnt mich gerne anschreiben. Ich habe bestimmt noch ein paar aus der Community, die auch Bock drauf haben, hier so die Qualitätstester für die entsprechenden Updates, um zu gucken, ob da auch alles im Lot ist. Nicht nur, was die Übersetzung in Deutsch angeht, sondern auch was so ein paar manche Features und hast du nicht gesehen angeht. Weil das, ja. Season 3 wird in die Annalen eingehen als die Kuriose, die Season der Kuriositäten. Sagen wir es mal so. Also das ist absolut bekloppt. Ja. Wie gesagt, nutzt es aus, solange die Dr. Home so krass ist. Und macht euch damit eine schöne Zeit. Ich bin raus, Leute. Vielen Dank. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Bye.